Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja, heute geht es mal um ein Nintendo Wii U Spiel namens Shovel Knight. Ja, ein Spiel von Yacht Club Games oder Yacht Club Games, wie auch immer man das ausspricht, was ja wirklich sehr gelobt ist. Und das Ganze ist ein Retro-Spiel sozusagen, also es sieht aus wie ein Retro-Spiel vom NES und das Ganze ist auch so ein bisschen davon designt, so von der Grafik her und so weiter. Und man spielt halt diesen Ritter hier mit der Schaufel. Wie genau die Story von dem Spiel ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wahrscheinlich muss man halt durch die Level wandern, die Gegner besiegen und die Bosse und so weiter. Ist halt wie so ein richtig cooles Adventure, was auch viel inspiriert wurde von so Castlevania und alles sowas. Vielleicht auch Mega Man und ähnliches. Und ja, das Spiel gibt es jetzt schon eine ganze Weile, glaube ich, bei Steam und glaube ich, oder wo auch immer. Und auf verschiedenen Systemen, glaube ich, auch zum Runterladen. Ich weiß es gar nicht so genau, wo es das überall gibt. Aber ich bin super froh, dass das Spiel jetzt nochmal als Retail-Fassung erschienen ist, also mit Hülle und CD und so weiter, für Wii U, 3DS, PS4, Xbox One und vielleicht sogar noch irgendwas. Ja, finde ich richtig, richtig super. Ich habe das Spiel nicht wirklich gesehen, nicht gespielt vorher, gar nicht. War aber immer eigentlich heiß drauf, das mal zu tun. Aber habe zum Glück gewartet und jetzt gab es auch eine CD-Version, deswegen bin ich super happy. Ja, ich habe mich dann für die Wii U-Version entschieden, weil es ja auch eine Shovel Knight Amiibo gibt und diese werde ich mir dann auch noch holen und dann kann ich das Ganze auch hier benutzen. Das geht ja bei PlayStation dann zum Beispiel nicht. Und ich glaube, man kann dadurch einen Zweispieler-Modus freischalten, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, hier vorne steht übrigens auch noch drauf, das digitale Soundtrack-Album ist auch irgendwie dabei. Also das werde ich ja gleich sehen, ob da drin was ist. Das Cover gefällt mir übrigens richtig gut, finde ich richtig, richtig hübsch designt. Auf der Rückseite sieht man auch, zücke die Schaufel mit kunterbunter Grafik und pixelpräzisem Gameplay sorgt Shovel Knight in diesem 8-Bit-Abenteuer für jede Menge tief schürfenden Spaß. Und so weiter und so fort. Man muss hier eine Verzauberin besiegen oder so ähnlich und ja, die Gerechtigkeit walten lassen. Hier unten steht da noch drauf, verteidigt die Gerechtigkeit der Schaufel mit Amiibo in Shovel Knight. Kompatible Amiibo erforderlich und so weiter wird separat verkauft. Das Ganze geht offline ein Spieler, man kann es mit dem Gamepad spielen, mit dem Pro Controller, mit der Wii Mode, mit Nunchuck oder auch mit dem Classic Controller. Finde ich richtig gut und ich schau mal rein. Machen wir einfach die Folie hier mal ab. So. Und so. Und öffne das Ganze mal. Tada! Und da haben wir einmal eine CD, die auch so aussieht wie auf dem Cover vorne. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie gesagt. Ja, aber was mich hier gerade wirklich sehr überrascht, ist, dass hier einmal ein Zettel bei ist, da steht drauf, danke, dass du Shovel Knight unterstützt. Ja, das tue ich doch sehr gerne, wenn ihr das auch als Retail rausbringt, bin ich immer dabei. Fragen zum Soundtrack, Besuche, bla bla bla, dafür schenkt mir dir den Shovel Knight Soundtrack. Und dann steht hier eine Internetseite, wo ich das Ganze dann wohl runterladen kann. Coole Sache. So, und was aber noch auch mit schon fast cooler ist, würde ich sagen, ist, dass es eine Anleitung gibt. Wow, sowas gibt es ja nicht mehr allzu oft, fast gar nicht mehr. Aber Yacht Club Games hat da wohl gedacht, dann zeigen wir euch mal, dass das noch geht. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Hier steht einfach der Titel, hinten haben wir noch den Ritter mit einem Lagerfeuer. Und die ist auch wirklich sehr, sehr dick und auch in Farbe. Und sie ist komplett, wenn ich das richtig sehe, von vorne bis hinten komplett auch in Deutsch. Also das ist jetzt hier nur die deutsche Variante. Mit einem ganzen Inhaltsverzeichnis mit 43 Seiten. Also ich bin gerade überwältigt, dass sowas noch möglich ist. Die Legende beginnt. Hier steht auch noch so ein bisschen was zur Story. Artworks überall mit den ganzen Attacken, die man so machen kann. So wie man das auch von den alten NES-Anleitungen kennt. Da war das ja auch mal so. Oder auch beim Super Nintendo hier und da mal. Dann wird hier erklärt, wie du manchmal irgendwo hochkommst. Und der Hakensprung und Aktion für Fortgeschrittene. Wie du dein Inventar irgendwas wechselst und Pause drückst und so weiter. Die ganzen Relikte, alles sowas, also richtig cool. Sogar die ganzen Bosse, wenn ich das richtig sehe, sind auch noch hier mit drin. Vorteile und Nachteile zu den Bossen, beziehungsweise den Charakteren. Und am Ende sogar noch Felder für die Notizen, die aber hoffentlich keiner benutzen wird. Ja, ich bin echt super überrascht, dass sowas dabei ist. Hier steht noch Wii U Software Schnellanleitung. Ja, so schnell geht das wahrscheinlich nicht, die durchzulesen. Aber es ist dabei. Finde ich richtig super. Ja, also wie gesagt, Shovel Knight für die Wii U. Ich freue mich riesig drauf.
Und ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr euch das Spiel auch holen werdet, ob ihr es vielleicht sogar schon gespielt habt als Steam-Spiel oder was auch immer. Ja, ich bin absolut happy und kann euch das Ganze nur ans Herz legen, wenn ihr so auf alte Retro-Spiele steht, die so Jump'n'Run-mäßig sind. Geile Action. Ja, so viel dann zu diesem Video, zu Shovel Knight. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Das war euer Bändermeister. Ich gehe jetzt in ein schaufeliges Abenteuer. Also, bis dann.